Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich zu unserem diesjährigen Neujahrsempfang willkommen heißen. Mein Name ist Florian Kollmann, ich bin Kreisvorsitzender der Heidelberger Grünen und ich habe heute Abend die Ehre, Sie heute hier in der Halle 02 begrüßen zu dürfen. Ganz besonders freue ich mich natürlich über unseren Ehrengast. Herzlich willkommen, Herr Töpfer. Ich begrüße außerdem ganz besonders den vor wenigen Monaten wiedergewählten Oberbürgermeister von Heidelberg. Ich freue mich, dass Sie seit Jahren Stammgast auf unseren Neujahrsempfängen sind und dass Sie es auch dieses Jahr wieder einrichten konnten. Herzlich willkommen, Dr. Eckhard Würzner. Aber darüber hinaus freue ich mich natürlich auch über alle weiteren Vertreterinnen und Vertreter der Heidelberger Politik, diverse Stadträtinnen und Stadträte. Ich begrüße die anwesenden Mitglieder der Stadtverwaltung, Vertreter von Wirtschaft und Wissenschaft und natürlich auch die Vertreterinnen und Vertreter der Presse, die heute Abend hier sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt Ereignisse, nach denen ist die Welt irgendwie eine andere, als sie vorher war. Und ein solches Ereignis hatten wir diese Woche. Das barbarische Attentat auf die Satirezeitung Charlie Hebdo und die Geiselnahmen, die darauf gefolgt sind am Donnerstag, die haben uns alle schockiert. Und sie schockieren uns auch deswegen so, weil sie einen Angriff auf die Werte unseres demokratischen Zusammenlebens darstellen, die wir eigentlich für selbstverständlich halten und die wir eigentlich für unangreifbar halten. Und das, was in Frankreich passiert ist, führt uns drastisch vor Augen, dass freie Meinungsäußerung, Pressefreiheit, freies Denken allgemein, dass das eben keine Selbstverständlichkeiten sind, dass das hart erkämpft werden musste über Jahrhunderte in unseren Gesellschaften und dass es in vielen Teilen der Welt auch heute noch längst nicht gewährt wird. Und es sind Werte, für die sich zu kämpfen lohnt. Was in Paris passiert ist, ist eine Katastrophe. Und uns allen ist dabei leider mal wieder schmerzlich bewusst geworden, dass der Terrorismus immer noch und immer wieder eine Bedrohung ist, die uns mitten in unserem Alltag treffen kann. Und er zielt dabei auf die konkreten Opfer, aber weit darüber hinaus zielt er auch darauf, Angst zu sehen. Wir sind nämlich alle gemeint, wenn so ein Attentat passiert. An uns alle geht die Botschaft, dass derjenige zur Zielscheibe werden kann, der seine Meinung äußert, der Position bezieht, der Stellung bezieht. Und ich fürchte, der Terror gewinnt, wenn wir uns von dieser Botschaft einschüchtern lassen. Wenn wir Freiheit beschränken, anstatt dass wir sie konsequent leben oder anstatt dass wir sie verteidigen. Der Terror gewinnt auch, wenn wir uns das einfache Weltbild zu eigen machen, das ihm zugrunde liegt. Also wenn wir anfangen, die Welt in wir und die einzuteilen, zu sortieren und im schlimmsten Fall dann denen anderen, die wir aussortieren, die wichtige Rechte abzuerkennen, wie im schlimmsten Fall das Recht auf Gesundheit, auf das Leben, auf körperliche Unversehrtheit. Aber der Terror darf nicht gewinnen. Und deshalb kann es auf diesen Angriff nur eine Antwort geben. Und das ist ein klares Bekenntnis zu Meinungsfreiheit, aber auch zu Weltoffenheit. Wir lassen uns keine Angst machen von denen, die unsere Gesellschaft spalten wollen. Und zwar egal, aus welcher Richtung sie kommen. Ich darf in diesem Zusammenhang unsere Bundestagsabgeordnete entschuldigen. Franziska Brandner ist natürlich normalerweise immer bei unseren Neujahrsempfängen, selbstverständlich. Sie hatte heute aber einen Termin, bei dem ich gut verstehen kann, dass sie hier nicht hergekommen ist. Sie ist nämlich in ihrer Eigenschaft als stellvertretende Vorsitzende der deutsch-französischen Parlamentariergruppe des Bundestages mit der Bundeskanzlerin heute in Paris gewesen, um am Schweigemarsch für die Opfer teilzunehmen. Und sie hat mich gebeten, Ihnen einige Sätze zu übermitteln von ihr. Und zwar folgende. Ich grüße Sie aus Paris, einer Stadt in Trauer, in Wut und mit einem unglaublichen Willen, für Freiheit und Toleranz zu kämpfen. Zwei Herausforderungen stehen vor uns. Erstens, den radikalen Islamismus aufs Härteste zu bekämpfen und den Islam mit seinen Anhängern zu integrieren. Zweitens, diese Aufgabe nicht national anzugehen, sondern europäisch. Charlie Hebdo war immer antinationalistisch. Wir dürfen jetzt nicht den Fehler begehen, in jedem Land ein neues nationales Selbstverständnis zu definieren. Das würde gerade jene stärken, die hinter Pegida und AfD herlaufen oder Le Pen in Frankreich. Stattdessen müssen wir europäisch das Verhältnis von Freiheit, Integration und Solidarität neu definieren. Lassen Sie mich dies noch weiter aufgreifen. Ich fürchte nämlich in der Tat, dass das, was in Paris passiert ist, dazu geeignet ist, denen Zulauf zu verschaffen, die eigentlich genau dieselben Werte angreifen wollen, wenn auch auf andere Weise.
Und ich muss gestehen, dass auch das, angesichts dessen, weil wie fassungslos wir vor den Ereignissen in Paris sind, muss ich gestehen, dass mich auch das, was in den letzten Wochen in Dresden und einigen anderen deutschen Städten passiert ist, durchaus fassungslos gemacht hat. Fast 20.000 Menschen haben am letzten Montag in Dresden gegen eine irgendwie herbeifantasierte Islamisierung des Abendlandes demonstriert. Und das Schlimme ist, es werden immer mehr. Ich mag mir gar nicht ausmalen, wie viele es nächsten Montag sind, unter dem Eindruck der Ereignisse von Paris. Und wenn man glauben darf, was die sogenannte Lügenpresse darüber berichtet, und bei mir ist es so, ich lese Zeitungen zwar durchaus kritisch, aber die dargestellten Fakten kann ich normalerweise annehmen, dann geht es auch bei der Pegida ja weniger um den Islam an sich. Und der spielt in Dresden ja auch gar keine so bedeutende Rolle. Worum es dabei eigentlich geht, ist ein Misstrauen gegenüber Politik, gegenüber Politikern, Misstrauen gegenüber Parteien, aber auch gegenüber den Medien, der Lügenpresse eben. Also eigentlich Misstrauen gegenüber fast allem, was den demokratischen Diskurs ausmacht, Misstrauen gegenüber dem Grundkonzept unserer repräsentativen Demokratie. Und ich muss sagen, ich finde es ziemlich erschreckend, dass es solche Zweifel an unserer Demokratie bis hin zu offener Ablehnung gegenüber unserer Demokratie, dass die so weit verbreitet zu sein scheinen. Und dass daraus eine Bewegung erwachsen kann, die über Monate hinweg Einfluss auf den politischen Diskurs nimmt, die internationale Aufmerksamkeit sogar erhält. Ganz ehrlich, ich hätte es eigentlich im Deutschland der Jahre 2014, 2015 nicht für möglich gehalten, dass es sowas gibt. Und ein Ende ist bisher nicht absehbar. Ich bin deswegen ziemlich froh, dass es morgen um 19 Uhr auf dem Bismarckplatz, auch hier bei uns in Heidelberg, die Möglichkeit gibt, sich dagegen zu positionieren, unter dem Motto No Gida, Notleidende offenherzig in die Gemeinschaft in Deutschland aufnehmen, soll ein Zeichen gesetzt werden. Wie gelungen diese Abkürzung ist, darüber kann man streiten. Ich glaube, die Intention ist sehr, sehr richtig. Ich werde daran gern teilnehmen und ich hoffe, dass ich auch möglichst viele von Ihnen dort morgen wiedersehen werde. Ich fürchte aber auch, dass es angesichts der Ausmaße dieses Phänomens mit Gegendemonstrationen tatsächlich nicht getan ist. Ich glaube, wir haben noch ganz andere Aufgaben in diesem Jahr 2015. Ich glaube, wir müssen in erster Linie die Weltoffenheit, die durch diese Demonstration ausgedrückt werden soll, die müssen wir leben. Und deswegen freut es mich besonders, dass Baden-Württemberg so viel wie kaum ein anderes Bundesland für die Flüchtlinge tut, die zurzeit zu uns kommen. Die ja teilweise genau vor der Barbarei fliehen, die jetzt auch in Paris zugeschlagen hat. Dabei geht es dann natürlich zunächst um ganz grundlegende Fragen wie Unterkünfte, wie Verpflegung, wie Kleidung. Und es ist gut, dass sich gerade in Heidelberg dazu auch was getan hat in den letzten Monaten. Es gibt die Initiative Heidelberg sagt Ja, wo ganz viele Menschen bekannt haben, dass sie die Flüchtlinge, die zu uns kommen, willkommen heißen. Und es gibt viele Leute, die auf ihre Art und Weise geholfen haben, Angebote gemacht haben in Sportvereinen durch Ausflüge für die Flüchtlingskinder. Und das ist schon sehr gut, aber ich glaube, wir müssen noch viel besser werden. Unterkünfte reichen nicht. Wenn wir vermeiden wollen, dass es ganz neue Spannungen gibt, dass neue Probleme daraus entstehen, dann müssen wir dafür sorgen, dass sich diese Menschen integrieren können, dass sie Teil unseres Lebens werden können. Müssen wir dafür auch Angebote machen. Sinnvolle Beschäftigungsangebote auch. Dazu gehört meines Erachtens ganz basal, Leute, die im Patrick Henry Village sehr, sehr weit draußen wohnen, müssen in irgendeiner Form die Möglichkeit haben, auch in die Stadt zu kommen. Das heißt, sie brauchen entweder Geld oder sie brauchen eine Fahrkarte. Sie brauchen irgendeine Möglichkeit, an unserem Leben teilzunehmen und dort nicht isoliert zu sein. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir in den nächsten Monaten noch viel, viel, viel mehr erleben werden, was wir tun können, um die Menschen, die zu uns zu kommen, auch bei uns aufzunehmen. Flüchtlinge sind nicht in erster Linie eine Belastung, sondern die Menschen, die Opfer von Terror und Vertreibung geworden sind und zu uns kommen, aufzunehmen, das ist eine humanitäre Verpflichtung. Und natürlich sind sie uns herzlich willkommen. So, und wenn ich sage, dass ich glaube, dass das wichtiger ist, noch wichtiger, sich um die Flüchtlinge gut zu kümmern, als zu demonstrieren, dann möchte ich sagen, mindestens genauso wichtig, wie sich um die Flüchtlinge zu kümmern ist, dass wir uns Gedanken machen über den allgemeinen Wertefall in unserer politischen Kultur, den es anscheinend gerade gibt, wenn so ein Misstrauen grassiert. Ich glaube, wir müssen uns energisch mit unserer politischen Kultur beschäftigen, ganz ehrlich. Ich verstehe weder, warum Leute bereit sind, für eine Ideologie, die sie für eine Religion halten, zu morden. Ich verstehe aber fast genauso wenig, warum Menschen heute in Deutschland, also in der Zeit, in der es den Menschen hier so gut geht wie eigentlich fast noch nie vorher,
trotzdem so ein Misstrauen in Politik und Medien entwickeln? So, und ich glaube, diesen Verfall unserer politischen Kultur, der hat mir schon große Angst gemacht, bevor das in Paris passiert ist. Ich glaube, jetzt können wir ihn erst recht nicht länger hinnehmen. Ich glaube, das ist ein Handlungsauftrag an uns alle, insbesondere natürlich an alle, die sich in den demokratischen Parteien, in Verwaltungen, in den Medien, aber natürlich auch in Wissenschaft und Wirtschaft engagieren und da Verantwortung tragen. Ich glaube, es ist das zentrale Projekt für 2015. Deutlich zu machen, dass es eben nicht stimmt, dass in Deutschland die Menschen hilflos den Machenschaften von korrupten Politikern ausgeliefert sind, dass sie von gelenkten Medien ferngesteuert und getäuscht werden, aufzeigen, dass man sich natürlich politisch in Parteien oder anderswo engagieren kann und dass man in unserem demokratischen System Veränderungen erreichen kann, wenn man diese anstrebt und sich nicht vom System abwendet. Und natürlich, wenn wir mit was unzufrieden sind, dann ist es immer noch schwierig, aufwendig, kräftezehrend, diesen Weg zu gehen, zu versuchen, demokratisch was zu verändern. Und möglicherweise wird man, oder ganz sicher wird man nicht alles erreichen, was man sich vornimmt, möglicherweise nur einen kleinen Teil, man wird Kompromisse machen müssen. Aber ganz ehrlich, so wie ich das wahrnehme, waren doch die Möglichkeiten, sich einzubringen, sich zu engagieren, politische Ziele zu erreichen, und zwar auf demokratischem Weg, die waren doch fast nie größer, als sie es jetzt sind. Deswegen ist mein Ziel für dieses Jahr, dass wir mit unserem Neujahrsempfang heute Abend beginnen, insbesondere in dem Wirkungskreis, in dem wir als Kreisverband einer Partei eben wirken können, möglichst viele Menschen wieder für die Demokratie zu begeistern, aber auch für die, die mit Demokratie vertreten. Das sind Politiker, das sind Medienvertreter, denn ich glaube, Demokratie, das ist eigentlich das Beste, was uns passieren kann. Und da bin ich auch wieder bei unserem heutigen Ehrengast. Denn Herr Töpfer, es gab noch ein anderes von diesen Ereignissen, die die Welt verändern. Und dieses Ereignis, das hat unser beider Leben, wie ich glaube, eine andere Wendung gegeben. Wie das mit diesen Ereignissen leider allzu oft ist, war es auch ein katastrophales. Und zwar war es am 26. April 1986, die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl. Ich war damals 5 Jahre alt, Sie waren schon ein paar Jährchen älter. Trotzdem hat es für uns beide Konsequenzen gehabt, möchte ich behaupten. Eine politische Konsequenz aus diesem Super-GAU war, dass kurz danach das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit eingerichtet wurde. Also ein Haus, das Sie lange geleitet haben, so lange wie, glaube ich, kein anderer Minister nach Ihnen, das Sie auch stark geprägt haben. Eine persönliche Konsequenz in meinem Leben war, dass meine Eltern mir damals sehr, sehr intensiv vermittelt haben, warum das so ist, dass ich viele Dinge nicht mehr essen darf, warum ich nicht auf den Spielplatz gehen darf. Und dass meine Eltern mir vermittelt haben, dass genau das Gleiche bei uns auch passieren kann. Deswegen sage ich immer, ich bin seit Anfang Mai 1986 Atomkraftgegner. Und ziemlich genau 25 Jahre später, im Sommer 2011, da gab es einen wichtigen Moment für die deutschen Atomkraftgegner. Da wurde nämlich von der damaligen schwarz-gelben Bundesregierung ein Ausstiegsgesetz vorgeschlagen. Endlich. Von allen Parteien getragenes Ausstiegsgesetz. Und die Grüne Partei tat sich ein bisschen schwer damit. Man hätte es schneller mal haben wollen. Man hatte auch Kritik am Detail. Und dann haben wir einen Sonderparteitag gemacht, bei dem ich dabei sein durfte. Und da gab es einen Redner, der sehr, sehr vehement dafür geworben hat, diese Chance zu nutzen, das jetzt anzugehen, die Energiewende anzugehen. Und das war Klaus Töpfer. Und ich habe mich sehr gefreut, als dann der Parteitag mit großer Mehrheit zugestimmt hat, dass auch die Grüne Fraktion dieses Ausstiegsgesetz mitträgt. Das war ein sehr, sehr bewegender Moment für mich und deswegen freue ich mich umso mehr, dass Sie heute Abend hier sind. Ich glaube, das Schicksal, gerade das Schicksal der Atomenergie, zeigt eigentlich wie kaum ein anderes politisches Thema, warum Demokratie so toll ist. Ja? Wenn sich da nicht so viele Menschen immer wieder engagiert hätten, in Parteien, aber auch an der Basis, dann weiß ich nicht, ob wir so weit gekommen wären. Und deswegen möchte ich einfach als Quintessenz für mich nach den Ereignissen der letzten Tage sagen, ich glaube, Demokratie lohnt sich. Deshalb engagieren Sie sich, bringen Sie sich ein, überall da, wo demokratisch an politischen Lösungen gearbeitet wird. Übrigens gerne auch bei uns, wenn Sie möchten. Und auch wenn es mittlerweile eine Partei gibt, die die Alternative in ihrem Namen führt, ich glaube, motzen, nörgeln, das Vertrauen in die Demokratie untergraben, Ressentiments schüren, um dann bei Wahlen davon profitieren zu können, gerade das ist keine Alternative.
So, aber bevor ich jetzt dem Herrn Töpfer selbst das Wort gebe, möchte ich noch kurz unsere Landtagsabgeordnete und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer auf die Bühne bitten. Wir wissen natürlich, dass Sie eigentlich gekommen sind, um den Herrn Töpfer zu hören. Deswegen haben wir verabredet, dass sie nicht mit einer weiteren Rede auf die Folter spannen wird. Aber sie wird Ihnen noch ein bisschen mehr Einblick geben in das, was der Herr Töpfer in der deutschen und internationalen Umweltpolitik geleistet hat. Bitte schön. Lieber verehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Gemeinderäte, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, in der Tat, ich werde jetzt nicht noch eine weitere Neujahrsrede halten. Sie sind für einen anderen Festredner hierher gekommen, ist auch nicht gut für meine angeschlagene Stimme. Deswegen beschränke ich mich in der Tat darauf, ein wenig über den Festredner zu reden und ihn ein bisschen näher Ihnen nochmal vorzustellen. Lieber Herr Töpfer, ich habe mich außerordentlich gefreut, dass Sie zugesagt haben. Freue mich sehr, Sie hier heute in Heidelberg sehen zu dürfen. Zumal wir im Vorfeld, als wir miteinander geredet haben, haben Sie mir sehr eindrücklich erzählt, dass Sie Ihrer Frau eigentlich versprochen haben, ab dem neuen Jahr gehört der Sonntag der Familie. Es ist gut, sich solche Regeln zu geben, aber jede Regel ist am Ende immer auch nur so gut, wie sie auch Platz für Ausnahmen zulässt. Und deswegen bin ich sehr froh darüber, dass wir ein Grund für Sie waren, eine Ausnahme von dieser sinnvollen Regel zu machen. Schön, dass Sie hier sind. Wir haben ja mit unserem Neujahrsempfang in Heidelberg, das ist ja schon eine gewisse Tradition hier, uns zur Aufgabe gemacht, bevor wir so richtig durchstarten in das neue Jahr, bei der Gelegenheit den Blick ein wenig schweifen zu lassen, ein wenig über den Tellerrand zu schauen, eine Gelegenheit zu suchen, um uns über das große Ganze Gedanken zu machen, ein bisschen weg von dem Kleinen, dem Tagesgeschäft, darüber nachzudenken, was uns wirklich, worauf es uns ankommt. Und ich glaube, dass für eine solche Art der politischen Reflexion es eigentlich niemanden gibt, der besser dafür prädestiniert ist, uns zu inspirieren und seine Gedanken mitzuteilen, als Herr Töpfer, der verkörpert mit seiner politischen und auch mit seiner wissenschaftlichen Vita etwas, auch gerade für eine grüne Partei, ganz Besonderes, nämlich einen Weitblick, ein besonderes visionäres Denken und die Fähigkeit, Brücken zu schlagen und Klüfte zu überwinden. Zum Thema Umweltpolitik, Sie haben ja, Florian Kollmann hat das eben auch schon angedeutet, Umweltpolitik sehr früh zu Ihrer Sache gemacht, schon in den 70er Jahren. Sie waren Staatssekretär in Rheinland-Pfalz ab 78, dann waren Sie Umweltminister in Rheinland-Pfalz ab 85 und zwei Jahre später dann sind Sie gewechselt ins Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Und ich glaube, man muss sich es nochmal vergegenwärtigen, in den 70er Jahren Umweltminister zu sein oder Staatssekretär mit diesen, als Staatssekretär mit diesen Fragen befasst zu sein, das war ja nicht einfach ein Spaziergang. Also da war es eben alles andere als normal, sich mit diesem Thema auf der offiziellen politischen Ebene auseinanderzusetzen. Sie haben damals im wahrsten Sinne des Wortes eine Pionierrolle wahrgenommen und Umwelt auf die Agenda des Regierungshandelns gesetzt. Und das kann man sich, wenn man sich versucht, da rein zu versetzen, schon klar machen, das ist eine Kurskorrektur, die da erkämpft wird. Das ist ein Kraftakt, wenn man ein neues Thema auf der politischen Agenda platziert. Und diese Kraft zur Veränderung und der Verschiebung der Prioritäten, die haben Sie 2011 auch nochmal, finde ich, sehr eindrücklich mit unter Beweis gestellt, als es darum ging, über die Ethikkommission für sichere Energieversorgung der Bundesregierung eine Fundamentierung zu liefern und eine Empfehlung zu liefern in Bezug auf die künftige Energieversorgung und Erfahrungen und Konsequenzen zu ziehen aus den Erfahrungen von Fukushima. Sie haben damals als Vorsitzender dieser Kommission sehr deutlich und sehr klar für den Ausstieg plädiert und sehr deutlich und klar dafür geworben, dass Wohlstand ohne Kernkraft möglich ist und Sinn macht. Und ich kann mich gut erinnern an Ihre Plädoyers von damals, weil Sie nicht nur für die Sache gekämpft haben, sondern auch immer sehr offensiv gesagt haben, Politik braucht Kraft zum Umfallen. Denn auch das war völlig klar, eine völlige Kehrtwendung. Die Energiewende ist eine Veränderung im politischen Denken gewesen, die sehr viel verlangt hat, gerade auch von Ihrem eigenen politischen Milieu. Und deswegen möchte ich auch da großen Respekt zollen.
die Kraft zur Veränderung ist etwas Besonderes und übrigens gilt das für alle Parteien gleichermaßen. Das hat nichts mit einer bestimmten Farbe zu tun. Wir sind alle gefordert, immer wieder zu schauen, wo wir unsere Positionen weiterentwickeln müssen, sie revidieren müssen und neue Prioritäten setzen. Das ist kein Spaziergang und sie stehen für mich in einer besonderen Weise für die Fähigkeit, ihr politisches Milieu auf diesem Weg mitzunehmen und zu überzeugen. Sie waren aber auch und Sie sind auch Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit in einem umfassenden Sinne. Sie waren einer der Ersten, der den Begriff der Nachhaltigkeit versucht hat, im politischen Diskurs zu verankern. Die Verbindung aus dem ökologischen, ökonomischen, sozialen Denken und das auch in einer globalen Perspektive zu betreiben, das ist Gedankengut, heute auch ein Stück weit Normalität, war es aber eben nicht immer. Und auch da haben Sie in einer beeindruckenden Weise, insbesondere als Direktor, Exekutivdirektor des Umweltprogrammes der UNO, in der Funktion, in der Sie seit 1998 waren, bis 2006 in Nairobi, immer wieder vorgeführt, wie wichtig es ist, die verschiedenen Dimensionen zusammenzudenken. Und insbesondere fand ich Sie immer wieder bemerkenswert, weil Sie auch als Mahner gegenüber Deutschland, Europa und dem Westen insgesamt aufgetreten sind. Und gesagt haben, wir kommen bei dem Klimaschutz nicht voran, wenn wir die armen Länder nicht mitnehmen und ihre Anliegen und ihre Sorgen und ihre Bedarfe, sich zu entwickeln, nicht ernst nehmen. Und wenn wir unsere eigene Vorbildrolle, die wir übernehmen müssen, nicht ausfüllen. Und dieses, Sie werden nicht müde, dieses Credo immer wieder neu zu unterstreichen. Vor wenigen Tagen haben Sie ja zusammen mit der Heinrich-Böll-Stiftung in Ihrem Institut für Advanced Sustainability Studies in Potsdam eine Studie vorgestellt über das Thema Boden mit der Hauptaussage, der Boden ist keine sich erneuernde Ressource. Auch da zeigen Sie, dass Sie sich nicht scheuen. Immer wieder sehr deutlich und ohne Weichspüler, die Dinge und die Fakten beim Namen zu nennen, denen wir uns stellen müssen. In dem Zusammenhang zum Beispiel auch die Frage, welche Verantwortung tragen wir selber für die Bodenproblematik, zum Beispiel indem wir deutlich zu viel Fleisch konsumieren und die Böden, insbesondere der armen Länder, darüber belegen und auch belasten. Ein weiteres Stichwort, nicht nur als Politiker sind Sie ein solcher Pionier, Sie sind es auch als Wissenschaftler. Das Thema Klimaschutz und Energiewende zusammenzudenken und in einer globalen Perspektive zusammenzudenken, das treibt Sie auch als Wissenschaftler um, insbesondere in Ihrer Funktion als Direktor des Institute for Advanced Sustainability Studies in Potsdam. Sie stehen ihm seit 2009 vor. Und Sie haben mit diesem Institut auch wiederum Neuland beschritten und gezeigt, dass es eben wichtig ist, dass auch die Wissenschaft aus ihrem disziplinären Denken, aus ihrer engen Fachlichkeit sich rausbewegt, Fachgrenzen überwindet, interdisziplinär agiert und insbesondere immer wieder darauf gedrängt, dass Wissenschaft die Veränderungen bewirken will und die nicht nur gescheit sein will und Erkenntnisse hervorbringen will, sondern ihre Erkenntnisse in Handlungen umsetzen will, dass eine solche Wissenschaft zusammenarbeiten muss, auch mit den Experten der Gesellschaft, der Zivilgesellschaft selbst, damit das Wissen, das wir brauchen, eben zu Handlungen werden kann. In anderen Worten, auch in der Wissenschaft sind Sie sowas wie ein Unruhestifter, aber im guten Sinne des Wortes einer, den es nach vorne drängt, der Veränderungen auf den Weg bringt und der außerdem ein Mensch ist von einem außerordentlich freundlichen und einnehmenden Wesen, mit dem man gerne sich zusammentut. Von daher, Herr Töpfer, nochmal herzlichen Dank dafür, dass Sie gekommen sind. Wir freuen uns, dass Sie hier sind und Sie haben das Wort. Vielen Dank. Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr verehrte Frau Ministerin, liebe Frau Bauer, Oberbürgermeister, Herr und Frau Kreisvorsitzende. Man lernt ja was, ne? Herr Bürgermeister, Abgeordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich kann Sie beruhigen.
so gut, wie Frau Bauer mich gerade geschildert hat, bin ich bei weitem nicht. Aber Sie kennen ja den guten alten Satz, dass niemand so schlecht ist wie sein Ruf und nicht so gut wie sein Nachruf. Das war eher an der Nachrufgrenze und nicht an der Rufgrenze. Nur um das deutlich gesagt zu haben. Und da wir ja hier in einer Neujahrsveranstaltung sind, will ich es nicht versäumen, Ihnen erstmal alles Gute zum neuen Jahr zu wünschen. Ich muss Ihnen sagen, ich bin gerade mit dem Zug angekommen. Manchmal gibt das Beifall. Sie wissen, aber nur manchmal. Es wird ja ernsthaft darüber diskutiert, ob man die rote Liste der aussterbenden Arten ergänzt durch den Zug der DBAG. Aber soweit ist es heute nicht gewesen. Ich bin angekommen, das ist erfreulich. Und habe mich dann in ein Taxi gesetzt und bin in das Hotel gefahren. Und der Taxifahrer, der, wie heißt das so schön oder fürchterlich schön, mit Migrationshintergrund war, der hat mir gleich gesagt, das ist die schönste Stadt, die es überhaupt gibt. Dieses Heidelberg. Die ist nicht zu groß und nicht zu klein. Da haben alle Leute Geld und fahren auch Taxi. Also der war richtig, richtig zufrieden, glücklich. Und da habe ich gesagt, warum eigentlich kommst du hier hin in eine Stadt, die schon so viel Glück mit sich hat? Herr Oberbürgermeister, Sie können sehen, es ist immer gut, sowas wie eine Gutschrift für eine Taxifahrt zu machen, damit man mehr getan hat, als durch viele andere Plakataktionen, die man für die Stadt machen kann. Also, alles Gute. Ihnen. Man sagt ja dann meistens immer so etwas wie einen generellen Spruch vorweg für das Jahr. Ich bin noch relativ eng an China gebunden. Da gibt es ein schönes Sprichwort, ich will es Ihnen jetzt nicht chinesisch vortragen, sondern habe es übersetzt und das heißt, die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Die zweitbeste ist jetzt. Also lassen Sie mal für dieses Jahr das hätte aus Ihrem Wortschatz raus. Sagen Sie nicht, das hätten wir, sondern das machen wir. Und sagen Sie bitte keine Sätze mehr, in denen man sagt, aber dafür sind wir verantwortlich oder dafür ist die Gesellschaft verantwortlich. Der leider vor wenigen Tagen verstorbene Ulrich Beck hat einmal den richtigen Satz gesagt, wenn wir die Gesellschaft verantwortlich machen, ist das die kollektive Verantwortungslosigkeit. Sagen Sie immer bitte genau dazu, wer es denn sein soll. Dann tragen Sie auch etwas dazu bei, dass die Politiker nicht als Klasse, sondern wenn dann als Individuum auch einmal gefordert werden, das ist sehr viel mehr wert als manche wunderbare Ansprache über den Wert von Politik, die nicht so gut ist wie die von Herrn Kollmann vorhin gerade. Man kann dazu auch klatschen, einer hat versucht, es anzufangen, aber wie gesagt, wir sind uns aber einig, wenn klatschen, dann bitte alle, denn sonst ist vertane Zeit, das muss sich lohnen. Also, nicht vor 20 Jahren hätte man, sondern jetzt hat man. Unsere jüngste Tochter, die etwas älter ist als Herr Kollmann, gehe ich mal davon aus, hat immer den schönen Satz gesagt nach dem Motto, wenn wir jetzt Eier hätten, könnten wir Schinken mit Ei machen, wenn wir Schinken hätten. Dafür musst du eigentlich Philosoph sein, um auf sowas zu kommen. Also lassen Sie uns das mal für dieses Jahr immer mitdenken. Nicht hätte man und das Mann und das Wir und die Gesellschaft, sondern wer. Machen Sie es konkret. Und machen Sie es unter dem Gesichtspunkt, was können wir jetzt tun. Und das ist ja wahr. Je suis Charlie. Je suis Charlie, was bedeutet denn das konkret? Das ist ein Aufruf, ein Protest. Aber das geht eben zurück auf die Frage, wie gehen wir eigentlich mit den Werten unserer Gesellschaft um? Das ist gesagt worden. Und machen wir uns nichts vor. Die Strahlkraft der Demokratie in unserem Land, in Europa, hat deutlich abgenommen. Und wir müssen uns schon fragen, woran liegt denn das? Können wir da etwas dazu beitragen, dass das aufgearbeitet wird? Mir macht da schon Sorge, wenn ich weiß, dass die Wahlbeteiligung bei der sächsischen Landtagswahl unter 50% gelegen hat. Was bedeutet denn das? Mein Institut
mein Institut, das Institut, das ich mal gegründet habe und das ich jetzt, wie es so schön heißt, in jüngere Hände weitergebe. Herr Kollmann, Sie sind noch zu jung dafür, ist in Potsdam. Der Oberbürgermeister von Potsdam ist neu gewählt worden vor etwa anderthalb Jahren. Stichwahl zwischen dem Amtsinhaber, ich weiß hier dazu die Partei, also die SPD, und der zweite Herausforderer von den Linken, Wahlbeteiligung knapp über 30%. In einer Stadt wie Potsdam, in dieser Konstellation. Meine Damen und Herren, dann frage ich mich, wo liegt denn dort eine Ursächlichkeit? Wie ist denn das aufzuarbeiten? Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, ist auch schon, glaube ich, wieder fast gut über ein Jahr her, war im Spiegel ein Artikel von dem Politologen Herfried Münkler. Die Überschrift dieses Artikels war über das absehbare Ende der parlamentarischen Demokratie. Über das absehbare Ende der parlamentarischen Demokratie. Was war seine Argumentation? Seine Argumentation war, dass die Politik immer stärker in den Zwängen ist, auf Kurzfristigkeiten so zu reagieren, dass eigentlich eine breite Erörterung der Dinge in Parlamenten gar nicht mehr möglich wird. Erinnern Sie sich an die Tatsache, dass das Unwort des Jahres 2010 alternativlos war? Alternativlos ist die absolute Verkürzung der Politik. Wenn er alternativlos ist, fragt sich jeder, warum machen wir dann noch Wahlen, die eigentlich zwischen Alternativen zu entscheiden hätten? Ich bin sehr der Überzeugung, dass wir in einer Zeit leben, die unter dem Diktat der Kurzfristigkeit stöhnt und ächzt und die darunter leidet, dass die Entwicklung von Alternativen zu kurz kommt. Hannah Arendt hat einmal den wunderbaren Satz gesagt, anfangen können, Alternativen zu haben, ist der Kern der Freiheit. In dem Maße, wie wir uns auf dieses Diktat der Kurzfristigkeit einlassen, werden wir die Strahlkraft von Demokratie vermindern. Ein bedeutsamer Entwickler, Gründer, Träger dieser Partei, bei der ich heute reden darf, der war mal hinterher Außenminister, hat den wunderbaren Satz gesagt, wunderbar hätte ich jetzt allerdings in Anführungsstriche gesagt, niemand kann gegen die Märkte Politik machen. Wer sind denn eigentlich die Märkte? Wie weit sind wir denn gekommen, wenn es eine Situation ist, dass man sagen kann, too big to fail, dann bist du alternativlos. Also, die zentrale Frage für mich ist, wie können wir es wieder erreichen, nicht nur verbal, sondern faktisch zu vermitteln, dass wir wieder Entscheidungsmöglichkeiten haben. Das ist der entscheidende Punkt für mich gewesen, dass wir eine Energiewende machen. Dass wir eben nicht mehr nur noch vier große Energieversorger haben, sondern dass Hunderte, dass Tausende von Bürgerinnen und Bürgern Geld in die Hand nehmen und da rein investieren. Und die Finanzierer der Energiewende waren eben nicht die großen Banksysteme und Kapitalsammelstellen, sondern es waren die Sparkassen und Volksbanken. Über 50% der, die investiert haben, sind Leute wie Sie und ich. Auch die Banker, die hier sind, die ja, wie ich weiß, die Volksbanken vertreten. Also, wieder Möglichkeiten zu schaffen, alternativ zu denken, mitzuwirken, einzuwirken auf das, was vor uns ist. Und das trägt sich sicherlich dadurch auch, dass wir so etwas wie einen Trend zu einer Verkleinerung von technologischen Lösungen haben. Wir kommen aus den Großtechniken ein Stück heraus. Das ist ein Zugewinn an demokratischer Entscheidungsfähigkeit. Und dass dies wichtig ist, lasse mich hinzufügen. Ich will jetzt hier keine wissenschaftliche Vorlesung halten, aber eine der wirklich uns in besonderer Weise jetzt bewegenden Fragen ist, ob wir denn wirklich noch im Holozän leben, einem erdgeschichtlichen Zeitalter, oder ob wir nicht schon, wie es der Nobelpreisträger Paul Crutzen 2002 in einem Artikel in Nature geschrieben hat, in einem Anthropozän leben, in einer Menschenzeit leben.
indem wir sehen, dass so viel der Mensch schon diese Welt und diese Erde und diese Natursysteme beeinflusst hat, dass er mehr und mehr in eine Fahrtabhängigkeit hineingekommen ist, durch die ingenieurmäßige Veränderung der konsequent vorangegangenen Handel weiter einzugreifen. Und er geht davon aus, dass wir dazu kommen werden, dass wir Geoengineering, Climate Engineering haben. Dann sind andere, Time Magazine hatte im Jahre 2012 unter den 10 Ideen, die die Welt verändern werden, wieder aufgeführt: Nature is over. Natur ist nicht mehr das, was die Natur darstellt, sondern was wir erlauben, die Natur zu machen, und wir können sie weiterentwickeln. Also Sie sehen auf der einen Seite eine Verlängerung der Auswirkungen des menschlichen Tuns über die Kenntnisse in Wissenschaft und Technik. Immer stärker sind wir in der Lage, die Bausteine von Natur und Leben zu identifizieren und zu entschlüsseln und damit die Konsequenzen langfristiger zu machen, und gleichzeitig entscheiden wir unter dem Diktat der Kurzfristigkeit und wundern uns dann hinterher, dass die Konsequenzen nicht voll durchdacht sind und wir durch neue Eingriffe die negativen Konsequenzen wieder aufarbeiten müssen. Ein Anthropozän, eine Situation, in der wir die repräsentative Demokratie gar nicht mehr haben, weil sie leer läuft. Auch das als ein kleiner Hinweis auf Ulrich Beck, der so sinnvoll gesagt hat, dass die zweite Moderne darin besteht, dass wir in der Demokratie alle Institutionen noch voll und ganz haben, aber dass sie eigentlich leer laufen, weil sie nicht mehr die Funktion übernehmen können, für die sie eigentlich mal gedacht waren. Das fängt dabei an, dass wir uns leisten, eine Politisierung der Bürokratie und eine Bürokratisierung der Politik zu akzeptieren. Auch wiederum hinführend in eine Alternativlosigkeit. Also, meine Damen und Herren, das ist die Notwendigkeit, uns wirklich dafür zu engagieren und zu überlegen, wie soll denn unsere Demokratie in dieser Zeit sich darstellen? Wie soll sie die Herausforderungen, die vor uns liegen, denn bewältigen? Wir gehen in eine Welt hinein, in der wir in den nächsten Jahrzehnten auf etwa 9 Milliarden Menschen anwachsen werden. Als ich geboren wurde, 1938, waren es gerade mal 2,7 Milliarden in einem Menschenleben, von 2,7 auf jetzt 7,2, 7,3. Und wenn die eben schon mal erwähnte jüngste Tochter das Jahr 2050 erreicht, hat sie das auch, ohne dass sie schon im Rentenalter ist, erreicht. Wie kriegen wir das eigentlich über, dass wir in der Zeit, in der Deutschland dann noch einen Anteil an der Weltbevölkerung von unter 1% hat, Europa etwa 5%, dass wir die Dinge herausnehmen, die wir brauchen, um friedlich auf diesem Globus zusammenleben zu können? Ja, wir müssen alles dran setzen, dass Menschen, die mit dramatischen Schicksalen belastet uns erreichen, hier eine helfende Hand und eine freie Aufnahme finden. Und es ist eine Schande für eine Gesellschaft wie die unsere mit dem Wohlstand, dass das gefordert werden muss und nicht ganz selbstverständlich geleistet wird. Ganz selbstverständlich geleistet wird. Habe 8 Jahre lang den Hauptsitz meiner Tätigkeit in Nairobi in Kenia gehabt. Ich kann nur darauf hinweisen, dass eine Perspektive, die das nicht ins Blick nimmt, nicht zukunftsfähig ist. Sie ist nicht zukunftsfähig. Und deswegen sollten wir das zu unserer eigenen friedlichen Entwicklung sehen. Eine Welt mit 9 Milliarden Menschen wird nicht eine Welt sein, die eine Wegwerfwelt ist. Da werden wir Kreisläufe schließen müssen, nicht aus ideologischen Gründen, sondern aus schlicht und einfach ökonomischen Gründen. Dass die Energiewende gelingt, ist so sicher wie das berühmte Amen. Aber meine Damen und Herren, sie gewinnt leider auch bei uns nur dadurch, dass wir nachweisen, dass es ein Business Case geworden ist. Und es wird weiter werden.
Und wir brauchen das in besonderer Weise wiederum, um Zeichen geben zu können für die Welt insgesamt. Armut zu überwinden, Entwicklung zu ermöglichen, heißt immer wieder zunächst zu sagen, wo kommt die Energie her, die dafür gebraucht wird. Es gibt keine Entwicklung, keine wirtschaftliche Entwicklung ohne Energie. Und deswegen ist das, was wir mit den erneuerbaren Energien machen, sicherlich für uns ein großer Vorteil. Aber er ist ein Beitrag zur Friedensbildung in einer Welt mit 9 Milliarden Menschen. Und wir sollten das immer und immer wieder sagen. Mir ist die Diskussion in Deutschland über die erneuerbaren Energien wirklich, ich sage es sehr prononciert, wirklich zu provinziell. Wir reden darüber, als wäre es eine deutsche Angelegenheit. Nein, wenn wir daran scheitern, wird es sehr schwer sein, bei anderen Verständnis dafür zu haben, das weiterzuentwickeln. Natürlich. Meine Damen und Herren, wenn ich wieder nach Afrika komme und wenn Sie 8 Jahre da gewesen sind, dürfen Sie da einmal wieder mal hinkommen. Haben wir noch gute Freunde da. Macht doch Spaß. Wenn ich da jetzt hinkomme, klopfen die mir erstmal immer auf die Schulter und sagen, gut gemacht. Wenn ihr nicht angefangen hättet mit der erneuerbaren Energie, mit Sonne, hätten wir bis zum heutigen Tag überhaupt keine Chance, das zu machen. Gehe ich in meine Kneipe in Höxter, da bin ich zu Hause. Nebenbei, da bin ich Ehrenbürger, kommen Sie mal vorbei, ich brauche ein bisschen wirtschaftliche Kapazität da. Muss eigentlich alles immer nur in Heidelberg sein, Herr Oberbürgermeister. Nebenbei auch jetzt Weltkulturerbe, Westwerk, Kloster Corvey. Das war der Werbeblock, den müssen Sie schon mal ertragen, es hilft nichts. Wenn ich jedenfalls in die Kneipe dort komme und Sie sehen schon den Abscheu, mit dem ich dieses Wasser hier betrachte, das mache ich gerne in eine Kneipe gehen. Vorhin gab es auch schon mal ein Bier, aber Heidelberg ist auch nicht mehr das, was mal war. Mal sehen, geht nicht. Dann sagen Sie mir immer, Klaus, das ist doch unglaublich. Wir haben in Deutschland 900 Sonnenstunden pro Jahr. Und wir machen alles, um Solarenergie zu entwickeln. In Afrika haben sie über 3000. Die müssen es machen. In den arabischen Ländern haben sie noch mehr. Da kann ich immer nur sagen, wenn du darauf wartest, dass die es machen, wird es eben nicht kommen. Es ist die Verpflichtung eines technologisch führenden und wirtschaftlich stabilen Landes, solche Techniken zu entwickeln, die andere nicht entwickeln können, wie wir brauchen, damit die Welt insgesamt friedlich zusammenleben kann. Das ist eine andere Betrachtungsweise. Und da sehen Sie, dass das wieder einen ganz anderen Sinn macht. Wir sprechen heute über die Nachhaltigkeitsziele, die wir nach Rio plus 20 zu entwickeln haben. Sustainable Development Goals. Sie sind in Heidelberg, kannst du mal Englisch reden. Und wenn ich das sehe, dann sehen wir genau, dass wir diese Antwort von uns erwartet wird, dass wir belegen können, ja, das ist wettbewerbsfähig. Und da sind wir ja nahe dran. Es wird ja ein Business Case und deswegen läuft es auch. Und das läuft auch deswegen, weil es außerordentlich viele technologische Weiterentwicklungen gibt, die dazu beitragen, dass eine Lernkurve erreicht ist, die es möglich macht, auch mit einem ganz anderen wirtschaftlichen Ergebnis diese Technologien zu nutzen. Also, ich sehe schon, dass wir diese Möglichkeiten nutzen können, um Demokratiefähigkeiten und Möglichkeiten in unserem Land zu stärken, wieder zu schaffen, wegzukommen von der Tatsache, dass wir nur abhängig sind von Großstrukturen, die der Einzelne gar nicht beeinflussen kann. Das ist eben nicht Romantik, small is beautiful, sondern dies ist eine Notwendigkeit in einer Zeit, in der Menschen mitwirken können und mitwirken wollen, weil sie sehr viel besser ausgebildet sind, weil sie sehr viel mehr Möglichkeiten haben, sich zu informieren über das Internet und vieles andere mehr. Deswegen ist so etwas wie das, was wir in dem Institut, das ich mit aufgebaut habe, machen, eben eine Weiterentwicklung. Ja, es ist gut, dass wir interdisziplinär denken. Aber wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir transdisziplinär werden können, wie es uns gelingt, Gesellschaft mit einzubinden in die Entwicklung von Wissenschaft.
Und ich bin so mutig zu sagen, und Gesellschaft muss mit eingebunden werden können, auch in die Frage, in welche Richtung hinein wollen wir Forschungsmittel der öffentlichen Hand einsetzen. Dies ist nicht nach meiner Überzeugung eine Beeinträchtigung der Freiheit der Wissenschaft, sondern es ist eine Verpflichtung der Gesellschaft zu sagen, was sie denn erwartet. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Ich weiß, Frau Wissenschaftsministerin, dass dieses nahezu jenseits der Sakrilegs angesiedelt ist. Aber Sie wissen, das ist das Schöne, wenn du bald 77 bist, musst du da nicht mehr ganz drauf achten. Du hast so die Freiheit, die der Deutsche ja mit dem Satz immer verbindet, dann muss man wissen, dass die besten Minister immer die ehemaligen Minister sind. Das gilt aber nicht für diesen Fall hier. Nicht? Also das ist gänzlich anders, gänzlich anders. Aber eine nicht ungefährliche Situation. Also nicht hätte, hätte, jetzt. Nicht sagen, aber wir haben die Werte, sondern wir fragen uns, wo können wir dazu beitragen, dass sie wieder gelebt und möglich werden. Nicht hingehen und sagen, aber für uns kostet das Geld, sondern hinzufragen, müssen wir das Geld nicht gerade dafür als große Chance nutzen, um Frieden in dieser Welt von uns her mitzutragen? Wann ist die letzte große Technologie aus Europa eigentlich in die Welt hineingegangen? Nicht darauf hinzuweisen, dass doch alles in Ordnung ist, sondern zu fragen, ob auch in den Institutionen, die wir haben, noch die Möglichkeiten gegeben sind, so zu handeln, wie wir eigentlich einmal uns vorgenommen haben, in solchen Institutionen auch zu handeln. Das ist was für ein ganzes Jahr. Glauben Sie es. Und das kann man nur machen, wenn man guter Laune ist und ab und zu auch mal lachen kann. Ja? Wer das nicht mehr kann, wird auch keine ganz großen Erfolge erzielen können. Und deswegen... Und deswegen bin ich eben der Meinung, dass wir auch und gerade am Anfang eines Jahres uns einmal vornehmen wollen, nicht vornehmen, es als selbstverständlich ansehen, dass wir mit dem jeweiligen Nachbarn auch dann nochmal freundlich umgehen, wenn wir den ein oder anderen Ärger miteinander haben. Indem du den Ärger zum Gegenstand der Diskussion machst, kriegst du nicht aus der Welt. Aber wenn du es aufarbeitest, in der gemeinschaftlichen Möglichkeit darüber lachen zu können, schaffst du manches. Wir haben, davon bin ich nun wirklich überzeugt, uns ein bisschen an der einen oder anderen Stelle zu fragen, sind wir nicht an der Chance vorbeigegangen, uns viel besser zu machen, als wir eigentlich sind? Haben wir es nicht geschafft, dass wir auch in die Welt hinein sagen, das ist eine Sache, die von Deutschland kommt und für die wir auch wirklich eintreten, dass sie Erfolg wird. Wir hatten jetzt eine Veranstaltung bei uns im Institut, wo einer aus Amerika dabei war im Energiebereich und sagt, ihr macht euch so fürchterlich klein, dass alle Leute glauben, das geht gar nicht. Ihr redet dauernd nur von den Kosten der Energiewende. Wie könnt ihr denn erwarten, dass andere das machen, wenn ihr glaubt, ihr könnt es nicht bezahlen? Die da hinkommen, sagt doch nicht die Energiewende. Sagt nicht die Energiewende, sagt, das ist eine Energierevolution. Das ist eine Revolution, natürlich. Und natürlich ist wie bei jeder Revolution dazu beizutragen, dass sie zum guten Ende führt. Nicht indem es Gewinner und Verlierer gibt, sondern indem wir sagen, wir nehmen die anderen auch mit, die bisher anderer Meinung waren. Das war das, was wir in der Ethikkommission uns vorgenommen hatten. Nicht, weil wir klüger waren als andere, sondern weil wir der festen Überzeugung waren, das ist etwas, was auch Menschen stolz machen kann, dass wir eine Lösung für etwas entwickeln, was die Welt dringlich braucht. Solche Bereiche kommen immer und immer wieder, im Kleinen wie im Großen. Ja, wenn Sie so freundlicherweise darauf hingewiesen haben, dass ich im Umweltbereich ein bisschen am Anfang gestanden habe, da kann ich ja zunächst mal bei den Grünen herzlich Danke sagen, denn ohne Sie wäre wahrscheinlich auch das Ministerium nicht so eingerichtet worden. Ich weiß es nicht, aber es könnte ja sein. Aber man sollte es zumindest mal erwähnen. Aber
wissen Sie, die damit verbundenen Möglichkeiten hinterher aufzugreifen, um, wie gesagt, am Parteitag der Grünen zu reden, dem Bundesparteitag, das ist so Krönung deiner eigenen Karriere, das muss ich schon sagen. Und das sage ich allen Freunden, die hier auch von anderen Parteien, auch von meiner sind. Es ist schon eine prima Angelegenheit, wenn es uns wieder mal gelingt, das ein oder andere rauszuarbeiten, was erst aus der kontroversen Diskussion zu einer gemeinsamen Position führt. Scheuen wir uns nicht, uns kontrovers auseinanderzusetzen, aber genauso wenig scheuen wir uns bitte davor, hinterher auch zu sagen, das wollen wir mal gemeinsam durchsetzen. Die Welt könnte davon sogar gewinnen. Ganz herzlichen Dank, alles Gute fürs neue Jahr. So, und damit sind wir auch schon am Ende des offiziellen Teils. Wir würden uns aber natürlich freuen, wenn Sie noch ein bisschen mit uns da sind. Es gibt noch Musik, es gibt Getränke. Kommen Sie mit uns ins Gespräch. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend zusammen mit uns hier. Vielen Dank, dass Sie da waren.